der Stadtverordneten vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ich fange mal an mit dem gestrigen Fahrradtag, der viel gelobt wird. Ich fand es auch toll, auf der Hauptverkehrsstraße mal Fahrrad fahren zu können oder zu Fuß gehen zu können, ohne dass man gleich Angst hat, vom Auto zur Seite getrieben wird. Ich fand es aber auch schade, weil einfach deutlich wurde, dass es noch so lange dauern wird, bis das Alter sein wird. Weil es ein Tag war und vielleicht wird es nächstes Jahr wieder sein. Aber bis wir dahin kommen, dass es tatsächlich Alter ist, ich erinnere an den ambitionierten Versuch, bis 2030 klimaneutral zu werden, aus der letzten Stadtverordnetenversammlung, wo alle deutlich meinten, wir müssen was tun gegen die Klimakrise, und zwar schnell, und zwar handeln. Sie wollten ja einen zielführenden Vorschlag. Wir haben den mit unserem Änderungsantrag, wir sagen ja 6 Millionen, ich weiß, das ist zu wenig. Wir hatten ja eine Berechnung der Verwaltung, wo es hieß, die 6 Millionen, die der Wattenscheid fordert für die Maßnahmen, sind eigentlich zu wenig. Wenn die Verwaltung jetzt auch genannt wird, ich bin auch sehr dankbar, welche Arbeit da gemacht wurde, und ich hoffe, sie waren nicht umsonst die vielen Gespräche. Man kann sich ja die Berechnungen ansehen, die da vorgelegt wurden. Da gab es zum Beispiel die Berechnung, wie viel kosten ein 3 Kilometer Radweg. Da hieß es, der Kostendeckungsvorschlag des Radentscheids ist nicht hoch genug, weil eigentlich kostet es 3 bis 10 Millionen Euro. Wie wollen Sie das mit 750.000 Euro zusätzlich im Jahr machen? Dann gibt es ein anderes Beispiel, die Abstellplätze. In Ihrem Änderungsantrag heißt es, bis 2022 sollen 1.800 Abstellplätze entstehen. Nach den Berechnungen der Verwaltung kosten 1.800 Abstellplätze zwischen 500.000 und 3,8 Millionen, je nach Standard, was man alles noch dazu hat. Wie wollen Sie das mit 750.000 Euro zusätzlich im Jahr machen? Also bitte stützen Sie sich doch auf die eigene Verwaltung. Es gibt diesen schönen Satz ganz am Ende Ihres Änderungsantrags: Die Zahl der Verbindungen hängt von den zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen ab. Und das ist der entscheidende Satz, wenn es darum geht. Und wenn die Grünen dann sagen, uns ist es ja auch nicht, uns reicht das Geld auch nicht. Warum? Sie sind doch in der Regierung mit der SPD. Warum stimmen Sie zu einem Änderungsantrag zu? Das ist zu wenig, wenn man hier auf dem Verkehr. Und wenn dann auch der Satz wird, wenn dann aus dem Newsletter des Wattenscheid zitiert wird, dann lesen Sie doch auch weiter. Man findet da Sätze, die Entschlossenheit zur Verkehrswende sieht anders aus. Der Vorlage ist deutlich hinter den Erwartungen. Es ist schön, dass inhaltliche Punkte aufgenommen wurden und da Gespräche waren, aber jetzt braucht es Umsetzung. Und dafür braucht es ausreichend Geld und Personal. Ich finde, das ist ein Kernsatz, der auch in der Bewertung der Ratsentscheidinitiative ist. Und dann wird immer viel auch von Beteiligung und Mitsprache geredet. Soweit ich gehört habe, hatte die SPD gemeint, es sind nicht wirkliche Verhandlungen, sondern nur Gespräche. Und aus den letzten Gesprächen hat man sich zwar am Dienstag vom Finanzausschuss nochmal zusammengesetzt, aber nichts mehr geändert, trotz der ganzen Kritik. Also dann machen Sie doch ernsthafte Verhandlungen, wo Sie auch auf die Punkte eingehen, Personal und Ressourcen, denn davon hängt ab, was man am Ende tatsächlich machen kann. Von daher, man wird hier einfach noch mehr brauchen, und es wird kein Rückenwind sein für die Grünen, sondern es wird weiterhin Gegenwind für SPD und Grüne in dieser Stadt sein, weil da einfach immer noch zu wenig passiert. Tatsächlich der CDU zustimme, wenn wir von der Verkehrswende reden, dann muss es im ganzen Umweltverbund gehen, dann brauchen wir den Ausbau der Radwege, des ÖPNV und eine Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs.